Also erstmal, den Hate für das Bong-Taggy-Battle finde ich ziemlich lächerlich. Ich meine, ich stand da ohne Text, doch das Battle hat über 100.000 Klicks und ist somit automatisch ein Instant-Classic, Bitch. Also, ich präsentiere euch heute in Part 1 eine lyrische Arbeit mit dem Titel Die Wahrheit. Denn ist es wahr, wenn ich sage, ich war der Erste aus der deutschen Battle-Rap-Szene, der mit ihm in Kontakt getreten ist. Er stellte sich mir 2014 in Köln nach meinem BMCL vor und erzählte mir, was er für ein Riesenfan gewesen ist. Er erzählte mir, er mische in der Luxemburger Battle-Szene mit. Sein Rap-Shit wäre echt sick, doch er hätte keine Klicks. Und obwohl ich einen Arsch voll Sorgen hatte, checkte ich seine Battles. Und beim ersten Mal dachte ich mir, was labert der für ein Mist. Ich würde es euch gerne imitieren, doch das packe ich gerade nicht, denn seine Muttersprache ist grob gesagt ein englisch-deutsch-holländischer Waldfranzösisch-Mix. Doch ich nahm mir die Zeit, das zu entschlüsseln, hörte ganz genau hin auf jedes Wort, was ich verstand. Wir schrieben ein paar Wochen, freundeten uns an, teilten uns das Spritgeld und fuhren zu meinem Fortune-Match zusammen. So kam er zu Ram. Ich setzte ihn auf die Gästeliste, nahm ihn mit ins VIP. Also konnte er durch mich mit sämtlichen MCs persönlich talken, sich so schön promoten und einen von mir als brauchbar abgenickten Kontakt knüpfen mit Big Chief. Was ist dann passiert? Hä? Du hast mein Vitamin B genossen, bist kurz danach auf Beißam in deinem ersten Match getroffen und hast mich schon im Vorfeld andauernd kontaktiert, um mit deinem Text zu droppen. Die nächsten Matches das gleiche und obwohl ich einen Arsch voll Sorgen hatte und echt genervt war, konnte ich durch maximale Disziplin immer nett zu dir bleiben. Erzählte dir von echt schweren Zeiten, meinen menschlichen Pleiten, plötzlich fehlendem Geld und Verzweiflung, doch das schob ihr alles mitnimmt, das wird schon, lächelnd beiseite und mit einem Gegenzug wieder stundenlang vor Skype seine scheiß Texte zu zeigen. Junge, du bist menschlich eine Pfeife. Ich blieb immer mehr als nur korrekt zu dir. Hab in deinen ersten drei Battles die sprachlichen Fehler korrigiert. Dabei hat mein Leben sich rotiert, alles war mehr als kompliziert. Hab mich in meinen eigenen Battles ohne geschriebene Texte selber abserviert. Erst gegen Davy Jones und Bong-Taggy, um mich dann im Baylat-Battle komplett zu blamieren. Ich steckte in der Scheiße. Viele falsche Schlangen inszenierten komische Szenarien. Ich wurde von jeder Seite mit nichts als Hate konfrontiert. In dieser Zeit, wo ein Typ wie ich an seiner Stelle aus Loyalität Partei ergriffen hätte, um dazu Stellung zu beziehen, von sich aus ein wenig Hilfe anzubieten oder um sich für den vorherigen Szene-Boost zu revanchieren, aber stattdessen meldete der werte Herr sich einfach immer seltener bei mir. Ich gönn jeden seinen Hack und hab dich schon als du mein Fan warst akzeptiert und musste im Umkehrschluss feststellen, dich hat an mir nicht mehr als mein Status und mein Fame interessiert. Und jetzt, wo es wieder ein paar Klicks zu holen gibt, bin ich dir gut genug, um mit dir Rap-Battle zu spielen. Du hast mich versucht, in dieses Battle zu quatschen. Ich war entsetzt, enttäuscht, sagte, ich battle keine Freunde. Und hatte für einen kurzen Moment vergessen, für dich sind wir keine Freunde. Denn für dich gibt es keine Freunde. Du hast mich persönlich nach dem Battle gefragt und ich sagte eher nicht. Und du so, komm schon, Brudi, wir geben uns so richtig ekelig. Und während ich mir dachte, schämt er sich denn nicht, fing er ernsthaft an, darüber zu philosophieren, wie geil es doch wäre, sich so richtig personal zu ficken. Ich dachte und ich sagte, nee, lass mal lieber stecken. Ist mir zu ekelig und snitchig, von den echten Problemen aus dem Leben meiner Familie und Freunde zu berichten. Für Fame und Klicks hättest du als mein angeblicher Freund doch heute jedes Detail aus meinem Leben breit getreten, mit keiner Regung im Gesicht aus seinem teuflischen Grinsen. Ich sagte, was wir privat besprochen haben, bleibt raus, und zwar auf beiden Seiten. Er willigte geil auf die Klicks ein, doch dachte sich bestimmt insgeheim, was eine gemeine Scheiße. Als ich sagte, Familie hat hier nichts zu suchen, so wenig wie Internas unter Freunden oder dumme Unterstellungen wegen meiner Kleinen. Ich hatte nie Bock auf dieses Battle, weil es sich als loyaler Mensch echt falsch anfühlt und Jamie, Chief und Hanno können da echt wenig für, doch ich sag's dir verwöhnten Arschloch ins Gesicht, dieses Battle ist nur zustande gekommen, weil ich vor laufender Kamera gefragt worden bin mit dem Beisatz, dass sonst das Main Match fehlt. Ich hab keinen Bock auf dich. Dein Akzent nervt und du bist nicht als Gegner nicht wert. Ruhe, ich hab keinen Bock auf dich. Dein Akzent nervt und du bist mich als Gegner nicht wert. Dass ich mich hier trotzdem hinstelle, ist aber der Rede nicht wert. Denn ich trete wie ein Pferd vor diesem Schleim-Scheißer MC. Komm aus dem Pott nach Bayern für den Sieg. Wie Lewandowski, Hummels und zwei, drei weitere, die es gibt. Zerteile diesen Freak, denn das ist Battle Rap, mein Heimatgebiet. Und heute verteidige ich dies, denn ich bin mitschuld daran, dass es diese T-Way-Scheiße hier noch gibt. Ich hab nicht überlegt, er hat sich an meinem Hype nichts als bedient. Also bekämpfe ich hier heute die Geister, die ich rief. Ja! Danke.
warte. Also, klein Tommy, überleg dir gut, was du in deinen Runden sagst, wenn du vorher noch auf guten Kumpel machst, denn mein Vertrauen ist keine PIN-Nummer, bei der man drei Versuche hat. Gute Nacht! Ey, München, was geht? Heute wird die Battle-Rap-Ikone eurer Kindheit geplättet. Und ganz Bayern sieht mich vorwurfsvoll an. Als hätte ich gerade Menschen im Mittelmeer vor dem Ertrinken gerettet. Und ihr dachtet, man gebe Mikesh mal einen textlich gewandten. Also hab ich heute ein Date mit dem selbsternannten, exorbitanten Rapsportgiganten. Ja, Mann, so sieht er aus, Alter. Richtiger Rapsportgigant. Ey, es ist Papi Schlauch, der Oberchecker. Mit dem erster Detektiv Justus Jonas Swagger. Nicht, Papi. Ich zolle dir keine Hochachtung. Ich freue mich seit 3 Monaten wie Bolle auf deine Notschlachtung, denn Mikesh battlen ist unangenehm. Das weiß mittlerweile auch der letzte Schwanz hier im Bewerberkreis. Also mach besser die Augen zu und denk mal an ein ganz, ganz großes Erdbeereis. Denn ich fick dein Muskelkostüm bei der BRB mit Fake Bizeps und Waschbrettbauch. Ich misch deinen Fasching auf und verarbeite Papi Schlauch wie ein Tabakstrauch zu Zigarrenrauch. Fick dein Karneval. Noch nie kam meine Liebe für Rap so nah am Gefrierpunkt zum Stehen. Und ich habe schon Cynic und LBB auf Trap Freestyle gesehen. Ey yo, Papi, sieh es ein, du schaffst es niemals nach oben. Der einzige Grund, warum du im Fernsehen bist, ist, um in der Fußgängerzone den Kundenservice von Vielmann zu loben. Das geht dann so. Ey, es ist Papi Schlauch. Vielmann ist meine Lieblingsmarke. Das einzige Brillenlabel, bei dem ich Auswahl in meiner Dioptrienzahl habe. Und der Kameramann so, cut. Und du so, bei anderen Optikern ist was faul wie bei einer verlassenen Apfelsinenplantage. Und der Kameramann so, hä? Und deine Freundin so, Raffi freestylt gerade. Und du laberst über Lyris Facebook-Präsenz und sagst, da geht peinlicher Scheiß ab. Dabei gibt es bei Papi Schlauch offizielle Fanpage nur einen einzigen Beitrag, in dem du dich bei Pisek bedankst, dass er deine Seite geliked hat. Und du konfrontierst Lyriko, weil du publikumswirksame Homophobie in seinen Texten erkennst, wenn du Bonteggi im Jahr zuvor eine arschgefickte Drecksschwuchtel nennst. Und dir da noch mehr von aufzuzählen, ist echt ein großes Erlebnis. Oder um es mit deinen Worten gegen Polacke zu sagen, nichts leichter als das, wie äthiopische Babys. Und wenn so ein Brillen-Raffi das sagt, von wegen, das kann gerade auch mal witzig sein, ey, dann erzähl die Zickelein doch auch mal an deinem Arbeitsplatz im Flüchtlingsheim. Höhö, schwarzer Humor. Und wahrscheinlich sehen das alle schnullerbäckigen Internet-Battle-Blagen genauso. Aber Dicker, euer Humor ist so weiß, er hat alle 4 Jahre eine Fahne am Auto. So weiß, er hat auch türkische Freunde. Was er am Anfang jeder Debatte vorweg schon mal sagt. Euer Humor ist so weiß, er erklärt schwarzen Usern im Dilteli-Forum, was Battle-Rap darf. Ja,
Papi, sieh es ein. Du hast heute die Chance, entweder geschlagen vor mir einzuknicken oder endlich deinen Gabelstapler-Führerschein zu zücken. Ja, yeah, Papi, mal gucken, wer zuletzt noch lacht. Ich mach heute das mit dir, was Indoor-Stan mit dem an der Tür klingelnden GEZ-Mann macht. Spaß. Vielleicht bin ich dazu echt ein bisschen moralisch verklemmt. Du darfst dreimal was sagen. Da bin ich Mensch. Aber ey, du sagst, Sammy Deluxe ist wack geworden und zählst im Interview auf, was dich an Sammy so stört. Ey, hast du nicht seinen übelst freshen Werbesong für Penny gehört? Ich gebe zu, ich dachte anfangs auch, das, was Sammy heute macht, kann man sich nicht mehr richtig geben. Doch jetzt weiß ich, Rapper und Discounter, deutscher Hip-Hop ist am Leben. Eine Sache scheint im Battle-Rap von Anfang an klar zu sein. Wer ganz nach oben will, muss erst an Mars vorbei. Und viele zogen aus, um das Land zu durchqueren, folgten ihren Vorgängern und fanden die Fährten. Doch kurz bevor sie die einsame Spitze erreichen, um Mitglied in den heiligen Hallen zu werden, gibt es noch eine letzte Prüfung. Und viele verloren bereits beim bloßen Anblick die Nerven. Denn ist man nicht schon von der Reise viel zu schwach und hat es bis zu diesem einen Punkt geschafft, wartet dort Mars, der Gatekeeper, und er hielt in seiner Zeit so einige schon ab, weil er diese eine Pforte mit seiner ganzen Kraft verteidigt, jede Schlacht. Doch er hat selber noch niemals gesehen, was er da eigentlich bewacht. Denn genau dort ist er selbst einst an seine Grenze gelangt. Ja, du hast den Weg geebnet, aber bist ihn nie bis zum Ende gegangen. Du hast tapfer gekämpft und deiner eigenen Wut ausgesetzt, Gegner getötet, doch dich auch immer selbst im Blutrausch verletzt. Deine Augen sind müde und die Nächte vollkommen finster, aber solange er reist, folgen die Krähen dem Wolf durch den Winter. Doch du merkst langsam, dass dieser Winter immer kälter wird. Du hast schon lang nichts mehr gerissen und die Krähen folgen dir nur noch, weil du selbst bald stirbst. Und die Krähen folgen dir nur noch, weil du selbst bald stirbst. Wir hätten es wissen müssen. Es war weder Catchphrase noch Beleidigung. Jeder Kehlenschnitt sollte uns doch nur sagen, seine Zeit ist um. Ringe unter den Augen vom Stress, weil dein Vertrauenskomplex pausenlos wächst und dich weder einschlafen noch richtig aufwachen lässt. Du scheinst schwächer zu werden und verlassen vom Glück zu sein. Und nur noch die Wand, an der du stehst, hält dir den Rücken frei. Und auf meine Gnade brauchst du gar nicht zu hoffen. Wenn du die Flinte ins Korn wirfst, wirst du damit erschossen. Und ich durchschreite das Tor, ohne es wieder auf meinem Weg zu verschließen. Und lasse die Leiche des Pförtners als Warnung für die Nächsten dort liegen. Sollen sie doch kommen. Keine Sorge, sie werden deinen Namen nicht vergessen. Doch auch keine Angst mehr haben, diese Wahrheit auszusprechen. Der Größenwahn verfolgte ihn ins Grab bis zuletzt. Doch im Verhältnis zu Crace erkannte er sich dann endlich maßstabgerecht. Er hat viel riskiert, aber alles auf die falsche Karte gesetzt. Und die Welt ist erst seit dem Tag an dem Maßstab gerecht. Zeit. Ich bin wirklich gespannt. Ich bin wirklich gespannt, was heute passiert. Es ist Brian Damage. Und ich kann nur erahnen, wie enttäuschend das wird. Als wir uns das letzte Mal sahen, hat er sich mit größter Mühe als Freund präsentiert. Und es zerreißt mich zu sehen, wie geheuchelt der Kontakt im Kontrast heute wird. Du kannst es abstreiten, aber unter dem Druck, gefickt zu sein, sollte das Ding aus deiner Hand gleiten, bin ich für dich schwerer zu fassen als Knastseife, Brian. Im Vergleich werde ich dich heute nackt zeigen. Ich werde dich aktzeichnen, bis sich das Bild von einem wachsweichen Mensch in die Köpfe der Crowd wie eine überlastete Mattscheibe brennt. In München meint er noch, dieses Battle findet nicht statt und er sieht nicht genug Differenzen, um ein Battle mit mir einzugehen. Und ich finde mich ab, obwohl ich vor lauter Differenzen schon keinen Brian mehr sehe und unterdrücke den Hass. Ich weiß, ich brauche nicht auf dich einzureden. 2 Monate später, was? Guck, wo wir beide stehen. Festsaal Kreuzberg. Es ist derselbe Brian, den man um den Titel kämpfen ließ. Heute lässt er sich von Newcomern fronten, die er Feuer nennt, und erklärt ihnen danach, dass es keine Differenzen gibt. Fast als wüsste dieses Händchen, wie lange ich mir schon wünsche, ihn zu plätten. Ich habe mehr Gründe, dich zu betteln, als du Gründe hast, zu rappen. Währenddessen sitzt er mit leerem Blatt vor meinen Battles und fragt sich, wie soll ich anfangen? Ich sitze mit leerem Blatt vor deinen Battles und frag mich, wo soll ich anfangen? Ja.
Mann, ich hatte schon Schreibblockaden, aber selten so was Böses erlebt. Es ist ein lähmendes Gefühl, wenn man vor zu vielen Möglichkeiten steht. Aber fangen wir vorne an. Inspektor Damage, hilf mir doch mal kurz beim Indizien checken. Es stand doch im Raum, du solltest Mikesh betteln. Du wärst eigentlich für heute gegen Mikesh gesetzt. Sie ist in München Papi Schlauch, wird von Mikesh zerfetzt. Hast Schiss, dein Ruf wird dich in Lost gegen Mikesh verletzt. Und zack, hat der gute Brian die verloren geglaubten Differenzen wiederentdeckt. Schreibt mir zwei Tage später, vollkommen hektisch. Er hätte gelernt, mich zu hassen, aber Brian, ich bin skeptisch. Und auch ein bisschen enttäuscht. Er ist versichert mit ernster Miene, dass er wirklich keinen Grund hat, mich zu betteln. Und dann fragt er zweimal nach, ob wir nicht doch die Rundenzeit verlängern. Ne? No. Aber apropos ein bisschen enttäuscht. Du meintest in einem Interview, du hättest Karma deine Lines zum Geburtstag geschickt. Na, ich wette, der hat sich richtig gefreut. Mann, im Vergleich mit mir bist du so ein dümmlicher Bengel. Ich brauche nur 2 Minuten mit dir reden und hab 5 neue Engel. Allein wie künstlich du actest. Mann, das stört schon extrem. Wie ein Reptiloid, der noch nicht weiß, wie man den neuen Körper bewegt. So fahrig, so verklemmt, so ein richtiger Neurotiker. Der Mund schreit Bars, der Rest schreit, ist bei mir der Ofen an. Ich kann nicht nachvollziehen, was einem an dir gefällt, du Frettchen. Du wirkst beim Betteln so, als würdest du dich selbst nachessen. Deswegen ist der beste Weg, um neben Brian ein gutes Bild zu machen, sich zurückzulehnen und ihn spitten lassen. Sich zurückzulehnen und ihn spitten lassen. Ganz im Ernst, was der Kontrast heute zeigt, kann keine Punchline ersetzen. Dein letzter undebatable Win war gegen einen chokenden Drop Dynamic. Und gegen einen chokenden Davy hast du nur knapp gewonnen, Brian Damage. Die Matches gegen Nidal und Jamie sind Classics. Das kann ich ohne Neid so sagen. Aber Brian, du Made, du hast dazu nichts beigetragen außer deinem Namen. Die beiden waren im Vergleich auf so einem anderen Level. Das wären auch Classics, hätte da statt dir einen Sandsack gebettelt. Und überhaupt, seit wann ist man ein Top-Tier, nur weil man gegen Top-Tiers verliert? Du hast nicht... Seit wann ist man ein Top-Tier? Nur weil man gegen Top-Tiers verliert. Du hast nichts getan, als andere zum Top-Tier komplimentieren. Dein Talent liegt nicht darin zu glänzen. Nicht, weil dir den Erfolg keiner gönnte. Brian, du kannst deine Gegner so gut aussehen lassen, wie es sonst keiner könnte. Sie sagten, Wolf, du kriegst ein Top-Tier. Und gaben mir Brian Damage. Versprachen den Jackpot und gaben mir einen Pfennig. Mann, dass du eine Szenegröße bist, wird nur von außerhalb so wahrgenommen. Aber damit ich den Schein riesen klein kriege, reicht's aus, dass ich ihm nahe komme. Du willst mit deinen Wortspielen was vorspielen. Da ist nichts dran, was trifft. Bei mir ist das Wortspiel nur Vorspiel. Danach wird richtig gefickt. Zweite Runde, Damian Davis, let's go! Okay, ich frag mich, warum man als so ein Typ nur so scheißbehindert sein kann. Du sagst, ich bin schwul, aber fragst vor dem Battle Ben Salomo. Sag mal, habt ihr hier auch einen Hintereingang? Ey, ich will nicht durch die Crowd laufen, ich will mit meinen Homies unten ein bisschen Kraut rauchen und aufbrausend und bla 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 mit deinen braunen Augen, ja, Daumenpausen, blau blau blau, egal, Digga. Okay, check das. Ich hab mich echt informiert, im Netz recherchiert, deine technisch versierten Texte studiert und herausgefunden, was dich als Mensch definiert. Und es ist echt nicht sehr viel, denn du bist alles andere als extrovertiert, nur ein gängiger Typ. Ey yo, Greg Pipe, du bist ein englisch sprechender Spanier mit einer Schwäche für holländisches Ganja. Na toll, jemand, der hoffentlich bald mit Flair zusammen nach Amerika auswandert, läuft. Der Rapper, der 6-mal hintereinander stolz gegen Berliner antrat und bis heute glaubt, dass er jedes dieser Unjudged Battles gewonnen hat. Nein, du denkst echt, du wärst krass besonders. Oi, check, was er anhat, Style. Immer dieselbe scheiß Gangart, Rhymes. Gleiche Betonung vom Ende zum Anfang. Boy, du bist nicht mehr als nur Standard, ein Toy. Du bist nur ein
hässlicher Hesse, der gehässische Battle Rap kickt. Gegen einen resistenten Rapper, der Reggae mit Englisch vermischt. Und den Unterschied zwischen dir und mir erkennen die Kids. Denn ich kann rappen wie du, aber du nicht rappen wie ich, Bitch. Ey, yo, Leute, sein Style ist ein uralter Schuh. Bitte macht mal ein bisschen Neues, der Club heißt Binu. Gregor, mach mal ein bisschen was Neues, der Club heißt Binu. Oder seid mal alle ruhig, hey. Gregor, ich erzähle es dir kurz. Aus den folgenden Gründen verstehst du dich mit Basic so gut. Denn du bist Standard, bleibst Standard und warst immer nur Durchschnitt. Schon als die Hebamme damals deine Nabelschnur Durchschnitt, Durchschnitt. Denn deine Mutter wusste von vornherein schon, dass sie einen Sohn kriegt und saß ganz entspannt im Geburtssitz, so als ob gerade nichts los ist. Und als die Schwester ihr dann das taufrische Baby gab, drehte sie sich weg und sagte, schau ich mir später an. Deine Eltern, okay. Deine Eltern sind ein Standardpaar, das krass gut zusammenpasst. Denn deine Mutter ist Konstanze und sein Vater heißt Stanislav. Erst kam der Antrag, dann kam das Standesamt, dann kam der obligatorische Standardtanz. Sieh, du stammst vom Standard ab, kommst aus einem Standardstamm, der für nichts anderes außer den Standard stand. Du bist Standardmann. Nein. Nur ein Standardtyp, der auf dem Sandplatz draußen mit seiner Mannschaft spielt und von der Eckfahne ein paar lausige Standards schießt. Du hast keine Ahnung, wo der Standard liegt, denn ein Gramm von deinem Hammerweed ist für die Atzen in Berlin hier nur Standardpiece. Du wirst nie den Schritt raus aus der Mittelklasse wagen. Auch nicht mit einem gebraucht gekauften Mittelklassewagen. Du glaubst, dass deine Rausch Mittelklasse haben, obwohl sie in meinen Augen nur mittelmäßig waren. Mittelklasse waren. Du bist mit deinen Homies nur gekommen, um nochmal den Mittelstand zu wahren, Digga. Du bist kein Famer-Typ und auch kein Szene-Freak. Du bist einfach nur Gregory, extrem reduziert. Auf die fundamentalen Sachen in seinem Leben fixiert. Kein Wunder, dass ihm ein Gegner wie Basic so liegt. Ja, Paradebeispiel. Oldschool-Hip-Hop-Fan, hört immer noch die Songs vom Wu-Tang Clan. Und sein absoluter All-Time-Lieblingstrack. Can it be that it was all so simple, man? Du bist Standard, komm darauf klar, du Bauer. Du hast keine Superstar-Bravo-Aura und auch keine Coolster-Warsch-Hardcore-Power. Du bist nur ein Otto-Normalverbraucher. Jemand, der als Kind so viel total normal geschaut hat. Du brauchst keine Extra-Wurst, nur die Wurst von extra. Du bist kein Metzger, sondern nur ein Schlechter. Ich steh auf Kunst und latsch gern durch Museen. Er arbeitet bei der Funkausstellung am Stand der ARD. Sein Stand ARD? Er ist Standard. Und ich brauch gar nicht hinsehen, wie er seinen PIN eingibt. Ich bin sicher, dass die Nummer 0815 ist. Du klammerst dich fest an ein Standardgesetz und hast mit deinem scheiß Standard-Deutsch-Rap wieder mal einen neuen Standard gesetzt. Du folgst nur dem Trend, dein Horizont ist beschränkt und du planst alles durch zu 100%. Spontanität ist dir vollkommen fremd, doch heute erlebt Gregor sein Schockmoment! Denn du bist nichts Besonderes, nur ein Ordnungsmensch. So ein gottverdammter Ordnungsmensch. Er könnte seinen ersten Sohn glatt Norman nennen. Und seine Tochter einfach Caro einfach. Wie das Muster auf seinem Oberhemd. Aber ist nicht maßgeschneidert, deine Kinder sind Stangenware, Alter. Du bist so langweilig, Bitch. Selbst den langweiligsten Langweilern auf lange Sicht mit dir extrem schnell langweilig ist. Du hast ein paar gute Reime, aber quatsch nur das Gleiche. Laber mich nicht voll mit deiner anspruchslosen Scheiße!
Das geht nicht allgemein gegen Frankfurter. Ich meine wirklich nur so ein allgemein Frankfurter mit der Frankfurter Allgemeinen. Yo. Ich schließe die Augen und sehe genau vor mir deinen kleinen karierten Traum. Den Hund, das Auto, zwei Kids und eine Frau. In der reinen Siedlung hinterm weiß lackierten Zaun. Vor dem Einfamilienhaus, doch dein Alltag hier ist grau. Und du nimmst es genau, deshalb höre ich einfach auf. Und mach's wie dieser Biedermann und halt mich ans Regelwerk. Nach Runde zwei bist du an niemand und nach der dritten nicht weiter erwähnenswert. Dipset all day, Digga. Schöne zweite Runde von Damien Davis, macht mal Lärm, Berlin! Yo, erstmal vorneweg, ne, gegen diesen Farb bin ich viel zu tolerant gewesen, Alter. Quatschst du mir hier ins Battle, klatsch ich dir hier vor alle Mann an den Schädel, Alter. Ja, denn Digga, in der Regel kriegt jeder, der mich abfuckt, sofort seine Schläge. Glaubst du nicht? Ja, frag mal den Schweden. Was soll jetzt los? So sieht also eine scheiß Ronny aus, Alter. Ja, sorry, dass ich das nicht weiß, aber selbst ich mit meiner nur leicht braunen Haut halt mich schon ungern so weit im Osten auf. Oder bin ich dir nicht braun genug? Ich weiß nicht so genau. Spaß. Als ich gehört habe, dass du aus dem Osten kommst, wollte ich dir natürlich erst Bananen mitbringen. Digga, das wäre aber echt wack. Hab ich dir das hier mitgebracht? Spaß, sind die Reste von Fab, Alter. Guck mal, gegen den war ich voll helle. Doch krieg ich gegen dich was nicht gecheckt, Alter. Sag mal, warum laberst denn du Eselkant in jedem deiner Tracks, nein, penetrant in jedem deiner Texte, irgendeine Scheiße von Respekt? Digga, als hätte das Relevanz, denn jedes Mal, wenn ein Gegner in einem Battle dran ist, drehst du dich peinlich weg, Alter. Sehr respektvoll, Digga. Sag mir mal, für wen du dich eigentlich hältst, Für Davy Jones? Nee, ich meine, du kannst mit dem Vogel gerne auf Fotos dämlich posen, aber trotzdem sieht man euch an, dass der am Ende vom Tage nichts für dich über hatte, außer eine Bahn schlechtes Koks. Ja, das kann man sehen, also geh und nimm das Foto raus und schäm dich mal, du Schäpe-Sohn. Ey, du bist gar kein Artist. Geschweige denn ein Mensch, denn nur weil das atmet, heißt ja nicht, dass das denkt, Alter. Und es denkt, es könnte mich hier heute schlagen. Ich denk so einfach nein, als hätte es keine Arme. Denn MC Mikey represent 48, letzte Gen Contagane. Digga, denn dass du körperlich behindert bist, das sehe ich an der Art, wie du actest, Alter. Doch der geistige Defizit drängt sich dann nach und nach auf mit der Art deiner Tracks und der Art, wie du die rappst. Digga, das ist so abartig, abstrakt, wack, das grenzt schon an künstlerisch wertvoll. Ja, Digga, das ist was, von dem die Leute in 100 Jahren sich noch fragen, was denn bloß der wollt. Ich meine, ist auch immer sehr toll, so eine Scheiße zu labern, ohne einen Beweis für die Wackness zu haben. Aber weil ich hier hab, sag ich euch, wie wir das machen. Ich zitiere mal ein paar von seinen Lines und ihr versucht dann nicht zu lachen. klingt voll schwer, ist auch fast nicht zu machen. Pass auf! Denn der reimt so Sachen wie MC Mike, Alter, eine Zeile reicht und jeder Verbrecher meldet sich freiwillig beim Zoll. Digga, kannst du mir erklären, was die Spastis da wollen, Alter? Ich meine, wollen die da ein ausländisches Kennzeichen anmelden oder nur ein Paket von Übersee abholen? Was du meinst, sind die Bullen, Alter. Ist doch egal, Alter, aber das wird immer wacker.
Er sagt auch so Sachen wie 7 bis 8 Minuten, um das zu checken. MC Mike, ich rappte 7 Jahre wie verrückt, ohne was zu essen. Am Stück, Brudi. Es ist lebensgefährlich. Sag live, Brudi, ich weiß, Alter. Ey, und die nächste, die meine Lieblingszeile ist, die hast du auch bestimmt geschrieben, nachdem du 7 Jahre nichts gegessen hast. Hey, ohne Scheiß, der so. MC Mike, ich bin unbekannt, doch die Straße kennt mich. Ich rap so fett auf Deutsch, das klingt schon fast englisch. Das klingt einfach nur dämlich. Ich meine, der ist so dumm, dem geht nicht mal abends ein Licht auf. MC Mikey ist nicht der hellste, aber dafür ist dein Haar ja voll Licht, yo. Ja, aber ist jetzt auch zu Ende, weil ein besseres hatte ich dann nicht. Time. Yeah! Dein Erlöser gibt dir Kraft und den Trost, den du brauchst. Doch bei dieser Iblis-Gestalt mit dem dämonischen Bauch packen selbst die friedlichsten Priester ihre Bibel in den Schrank und holen dich Rotflinte raus. Du glaubst an Gott, siehst aber wie die 6. Todsünde aus. Und ich hab immer nur Mitleid gehabt mit dem behinderten Schab. Weiß nicht, was schneller vor dir wegrennt. Deine Zeit auf dieser Welt oder die Kinder im Park. Und du bist Christ, du bist Christ. Aber gar nicht so lange her, da hätten dich die Christen verfolgt. Einfach für das, was du bist. Gott hat das in ihren Augen nämlich nicht so gewollt. Und wärst du für Jehova ein Jude, würde er dich Oger mit Hufen als nicht koscher einstufen. Wärst du Moslem geworden? Wärst du Moslem geworden? Uff, dann viel Glück und Respekt, Bro. Weil ich dann nach deinem Tod 72 Jungfrauen Friendzone. Ja. Vergiss, was ich gesagt hab. Bleib lieber im Christentum, denn egal zu welchem Gott du gehst, ich glaub, er liebt dich nicht genug. Yo, vor einem Vierteljahrhundert hat er da oben das erste Mal Star Wars gegafft. Fand den Anschein krass, hat Jabba the Hutt einen neuen Anstrich verpasst und das Resultat hier in Deutschland auf die Karte geklatscht. Hat ihn ein bisschen deformiert, ihn zum Lispeln gebracht, ein bisschen langsam und minimal behindert gemacht, ihn zum Glauben geführt, weil er gerne wissen darf, dass eben er den größten Anteil an seinem Schicksalsschlag hat, dass keine Frau ihn berührt, egal wie bitter die Nacht, die keine chirurgische Ausbildung oder Mitleid mit ihm hat. Mann, dieser Spast hat dich all die dunklen Jahre nur so niedergemacht. Was sorgt dafür, dass du trotzdem auf deine aufgequollenen Knie gehst und ihm dankst? Lass mich wirklich ein bisschen denken, diese Liebe macht dich krank. Du sagst, er ist immer für dich da. Ich glaube, er lässt dich easy auf Distanz, aber nichts ist realer, als an etwas zu glauben. Ohne Scheiß, das Konzept lässt mich staunen. Denn es ist Wissen ohne zu wissen. Basiert nicht auf Daten, sondern nur auf Vertrauen. Und auch du, mein lieber Goini, bist sowas wie ein Gott in ihren Augen. Weil sie dich immer ignorieren, bis sie wieder was brauchen. Nämlich den absurd fetten Typen, der ja eh nichts zu verlieren hat. Weshalb Stück für Stück für Stück jede Scham ablegt, immer wenn sie hinderlich für sein Ziel war. Sich am laufenden Band selbst degradiert, weil ein paar Schaulustige, die kichern und wirren, in seinem naiven Hirn das leise Gefühl erwecken, sie würden ihn akzeptieren. Andere Rapper erwähnen dich immer wieder. Nicht weil sie dich alle kennen, sondern einfach weil es sie amüsiert, dass jemand wie du da vorne steht und überhaupt existiert. Und so haben die Ketzer einen Gott aus seinem Troll gemacht. Der Rubel rollt, glaub mir, die Leute wollen das. Deswegen wirst du weiterhin in jeden Slot gepackt, solange wie irgendwer von denen über den Joke noch lacht. Mann, eigentlich kann ich nicht gewinnen. Eigentlich kann ich nur verlieren. Du bist nämlich kein echter Gegner. Nein, du bist menschlich inspirierend. Die können dich alle nicht mal leiden, aber sie leiden gern mit dir. Weißt du warum? Weil du hier für keinen im echten Leben eine Konkurrenz bist und jede Angriffsfläche, die du hast, deinem Gegner halt vorwegnimmst. Ich sag dir mal, wie deine Battles klingen. Dein Gegner sagt, du bist behindert. Du antwortest, ja, ich bin behindert. Dein Gegner sagt, du hast einen Mikropenis. Du antwortest, ja, ich hab einen Mikropenis. Dein Gegner sagt, du bist eklig und fett. Du antwortest, ja, ich bin eklig und fett. Junge, ist das ein Battle oder was sehen wir hier jetzt? Zwei Seiten stehen sich gegenüber, aber geben sich recht. Mann, dich bettelt... Mann, dich bettelt keiner, um zu gewinnen. Nein, wir sind nice und nehmen Rücksicht. Hauptsache, in der Zeit, die du noch mitkriegst, bist du Schweinepriester glücklich. Denn keiner von uns weiß, wie wenig Zeit dir noch bestimmt ist. Und langsam wird steinig, Robert, du übernimmst dich.
dein BMI über 50, dein Grad der Behinderung über 50 und irgendetwas flüstert mir, so alt bist du bestimmt nicht. Ich schwör, das macht dir alles keinen Spaß, du Sau. Ich mein, diss ich dich, bin ich unnötig gemein oder zähl ich gerade einfach nur die Fakten auf? Genau das ist das Problem mit deiner Angriffsfläche. Ich glaub's mir, ich weiß, dass die Leute vor und nach meinem Battle über mich die Mäuler zerreißen. Glaubst du, es hilft, hier zu stehen und auf deine Träume zu scheißen? Und wahrscheinlich hast du nie die Chance, mit den großen Plänen im Leben jemals anzufangen. Ja, es ist traurig. Du wirst wahrscheinlich nie die Chance haben, mit deinen Enkelkindern Pfand zu sammeln. Und wahrscheinlich wird dir Angst und Bange, wenn du heute Nacht wieder in deiner Mietwohnung sitzt und nach einem langen Event entsetzt in den Zimmerspiegel blickst, weil dann gibt es keinen MC Goyner. Du hörst wieder nur noch dich, also dein Herzschlag, dein Atmen und deine Uhr, wie sie da tickt. Yeah! In meinem dritten Part geht es um deinen dritten Part gegen MC Goyner, der für viele nur hirnloses Gestammel war, als stammte er von Edmund Stoiber. Du hingegen beschreibst ihn als den allerbesten Part, den du jemals geschrieben hast. Und darum verdient er, dass ich von ihm meine allerbeste Analyse mache. Wer MC Goyner noch nicht kennt, der ist kein durchtrainierter Sportstudent, sondern, und das ist jetzt wichtig, relativ korpulent. Außerdem muss man wissen, dass MC Goyner gläubig ist und voll tiefer Ehrfurcht auf Kreuze blickt. Kurz gesagt, er ist ein frommer Christ. Aus diesen beiden Infos nun bastelst du ein wahres Feuerwerk aus Abrisslines. Das geht schon damit los, dass du Goyner auf sehr originelle Weise mit Jabba the Hutt vergleichst. Jabba the Hutt ist ein sehr dickes und hässliches... Jabba the Hutt ist ein sehr dickes und hässliches Fantasiewesen aus dem Science-Fiction-Film Star Wars. Und wenn du sagst, dass Goyner genau wie dieses Wesen aussieht, dann ist das natürlich Hardcore. Mit solch überraschenden Analogien wirst du auch in Zukunft jeden Gegner locker zerreißen. Mich zum Beispiel würdest du regelrecht traumatisieren, würdest du mich einfach so mit Harry Potter vergleichen. Dann sagst du, dass Goyner aufgrund seiner Fettleibigkeit nicht mehr lange am Leben bleiben kann. Und wendest damit das sehr gute und innovative Stilmittel der Übertreibung an. Ich finde es klasse, wie du Goyners dramatische Existenz hyperbolisch zu Ende denkst. Wie kann man nur so krass rappen? Und es ist ja auch nicht so, dass VT gegen T-Way, Nida gegen Merlin oder Roan gegen Big T dieselbe Idee schon gebracht hätten. Tja, dann zeigst du uns dein großes Wissen und erweist uns damit eine besondere Ehre. Du weißt darauf hin, dass Goyner früher von anderen Christen verfolgt worden wäre. Und du hast völlig recht, Goyner leidet mit seinem christlichen Glauben an einer kompletten Verblendung. Denn wie wir alle wissen, gab es früher neben der Hexenverbrennung auch eine Fettenverbrennung. Jahrhundertelang warf die Kirche die Fettsäcke ein nach dem anderen. Jahrhundertelang warf die Kirche die Fettsäcke einen nach dem anderen auf den Scheiterhaufen. Und da fragst du dich natürlich schon, wie kann Goyner an so etwas bitteschön weiter glauben? Aber auch wenn Goyner Jude wäre, hätte er aus deiner Sicht ein großes Problem. Denn, wie du präzise sagst, er würde aus deiner Sicht auf keinen Fall als koscher durchgehen. Dass im Judentum natürlich nicht nur Tiere, sondern auch Menschen als koscher bezeichnet werden, das wisst ihr vielleicht. Und die Koscheren unter ihnen werden gemäß der kannibalistischen Tradition im Judentum nach ihrem Tod dann auch genüsslich verspeist. Goyner nun mal weder gespalten Hufe hat noch Wiederkäuer ist, würde er armselig sterben und dürfte demgemäß nicht darauf hoffen, an Chanukka gekocht oder gebraten zu werden. Das ist also die beste Leistung von einem der führenden Vertreter dieses hochgelobten analytischen Stils. Hey Leute, es tut mir leid, aber für mich ist jemand, der so eine Scheiße schreibt und sich dann auch noch dafür feiert, einfach nur psychisch labil. Du schreibst keine Zweckreime, sondern ganze Zwecktexte. Auch wenn dir diese Einsicht nicht gefällt, doch damit zerstörst du weder den Rapper noch den Menschen, sondern am Ende des Tages einfach nur dich selbst. Und jetzt macht nochmal Lärm für dieses Battle! Yeah! Um es kurz zu machen, wie Joe Farrow beim Sex, Papi Schlauch hat Joe Farrow heute Abend derbe zerfetzt. Joe war zu hektisch, hat overgeacted und wirkte insgesamt irgendwie blutleer. Und dass er dann noch irgendwas Sinnloses über Papis Vielfachreime erzählt, ich meine, who cares? Demgegenüber hat Papi Joe von Anfang an ausgekontert und ihn allein damit schon fertig gemacht. Und auch genial, wie Papi in der ersten und dritten Runde so tut, als wäre er ein Judge. Papis dritter Part ist auf jeden Fall der allerbeste Part, den er jemals geschrieben hat. Wenn er die Leistung nochmal bringt, kann ich mir gut vorstellen, dass er sich dieses Jahr den Titel schnappt. Ey, yo, Escobar, dein Name, du rappst eigentlich auf Beats.
Ja, dann bleib mal bei Musik. Wenn man den weinerlichen Tritt überhaupt so nennen kann. Denn das klingt eher wie der Abschiedsbrief vor deinem Suizid. Ohne Scheiß, hört mal rein in dieses rührende Elend. Dagegen wirkt Chris Kotzen Suicide Swagger wie das blühende Leben. Ey, die Type erzählt, sie wäre müde von Depris. Verdrückt täglich mindestens stündlich paar Tränchen wegen der vielen Probleme, die sie betrüben und quälen. Von wegen Psyche beschädigt, weder Gefühle noch Seele. Man könnte meinen, er wäre daheim in einer üblen Gegend, wo schon die Schüler mit 10 so abgebrüht unterwegs sind, dass sie statt drüber zu reden nur noch mit Prügeln und Schlägen ihrem Gegenüber begegnen. Dabei führte der Hegel ein behütetes Leben in einem grünen Städtchen voller idyllischer Wege, an denen Hühner und Schäfchen vor alten Mühlen zu sehen sind, wo dir die Müller in der Früh frisches Gemüse und Käse auf deine Türschwelle legen und sich die Nachbarn an der Kühltheke noch grüßen und jedem im Weg stehen, weil sie es für nötig halten, gemütlich von ihren Kindern, Enkeln, Autos und den blühenden Gräsern auf ihrem super gelegenen Gestüt zu erzählen. Junge! Yeah! Junge, Mittelschicht, sein Brüderle wählender Schützenfestkönig. Du bist ein lügender Pflegel, also erzähl nicht so viel bitte. Für dich sind Depressionen nur ein ästhetisches Stilmittel. Doch echte Depression ist weder witzig noch ästhetisch. Echte Depression erstickt an Pflichten, lebt im Käfig, geht dem Blitzlicht aus dem Weg, verschwindet fix von jeder Fete, wird erdrückt von den Paketen, die sie mit sich trägt und geht nicht mehr ans Handy, wenn es klingelt, will zurück, doch kriegt den Dreh nicht. Ja. Dicker, mit echten Depressionen schafft man nicht 2 Battles in 8 Wochen. Mit echten Depressionen sagt man das Scheiß-Battle ab, Fotze! Ja. Und mit deiner Motivation hat man genug Haltung und Kraft, sein Leben so zu ändern, dass man ein gutes Album macht. Also erzähl mir nicht, du wärst bedürftig und mittellos. Deine Kindheit war so behütet. Dein Vater war wirklich nur Kippen holen. Ey, du bist nicht Raps vermisster Sohn. Du bist nicht mal Hip-Hop sein Schwager. Jede Frau aus deiner Familie ist ein überprivilegiertes Fickloch mit Haaren dran. Ey, dein Vater schenkt dir Para, dass du auf zig Konten lagerst. Mein Vater hängt verballert im Park ab mit Chris Kotzens Vater. Ey, du bist so wenig depressiv. Du erscheinst auf der Arbeit mit einem netten Grinsen. Ey, und wenn morgens der Wecker klingelt, stehst du auf, statt den ganzen Tag im Bett zu verbringen. Das ist kein Gelaber, Langen. Das hier sind harte Fakten. Du bist so wenig depressiv. Siehst du einen Föhn, denkst du ans Haare machen. Ey, wenn du so depressiv bist, Diggi, dann zieh einen Schlussstrich. Doch du bist so wenig depressiv, du findest Memes über Suizid nicht lustig. Junge, was ist los, Alter? Du hohle Fritte, hol dir Hilfe. Ich kann dich weiterleiten, kein Scherz, Mann. Ich kenne eine gute Therapeutin, die heißt Musik. Spaß, die heißt Frau Weingärtner. Ey, und die, ne, die kann dir schwarz auf weiß bescheinigen, dass deine einzige Störung ist, Störungen zu sehen, wo keine einzige Störung ist. Time, du Sörengesicht. Yeah! Ich mach mich über das Deutschsein lustig. Aber du bist ein Spast. Wie soll ich denn darauf stolz sein? Ich hab dafür doch nichts gemacht. Was ich wirklich schade finde, müsste ich dein Battle gegen Pilz zu einem griffigen Fazit bringen. Das wäre die Stimme von Marge Simpson gegen das Weltbild von Barney Stinson. Ein ganzes Battle. Voller 80er-Jahre-Klischees nach Stammtischredensart. Frauen reden viel. Jeden Tag. Boah, Davy, das Leben ist hart. Männer reden 7000 Worte am Tag. Frauen 70.000 Worte. Boah, es ist dämlich. Mit was für Frauen umgibst du dich täglich? Und nein, die Stimme in der U-Bahn zählt nicht. Und als Laien, als Pointe hätte ich das ja eingesehen. Wenn du nicht im Interview mit Anna und Pils leicht benebelt mit Abstand am meisten redest. Sag die hast du viel gut. Anna bittet Pils kurz über ihre Taktik zu sprechen. Davy beginnt angestrengt lächelnd die eigene Taktik betreffend über Recherche zu sprechen. So, er hatte allerhand Traummann-Battles zu checken und Kinder sollen sich sexuell nicht entdecken, sondern in den Wald gehen, fangen, verstecken und blankes Entsetzen und veganes Essen und Davy, halt die Fresse! Keiner hat gefragt. Dich nervt also bei Frauen der gemeinsame Toilettengang? Auf welcher Toilette bist du gewesen, dass dich das überhaupt betreffen kann? Heiratet uns nur, wenn wir reich sind. Sobald wir pleite sind, nehmen die uns die Haus, die Auto, die Möbel, gewinnt jeden Sorgerechtsstreit vor Gericht. Ja, passiert mir auch ständig. Und dann sagst du im Interview, das war ja auch ein mieser Trick, mit der Punchline über Sorgerechtsstreit konnte ich sicher viele Männerherzen bewegen. Männerherzen bewegen?
Ey, ich bin mir sicher, alle 50-jährigen Anlageberater im Raum, die ihre 20-jährige Ehe zertreten, weil sie an 30-jährigen Sekretärinnen vergehen und nur schon den Scherben des eigenen Lebens dastehen, ja, die fühlen sich extrem. Und jetzt wackt der Arbeitsgesellschaft unter dem Deckmantel des Mutterschutzes jahrelang Geld ab. Wow, du Spast. Mutterschutz, wer hat sich den Rotz nur wieder ausgedacht? Die Grünen, ich schwör, es waren die Grünen. Und sie verteilt Broschüren, da steht drauf, es ist vollkommen normal, als Junge eine Puppe oder einen Baum zu lieben. Wo, Alter? Wo steht das bitte aufgeschrieben? Und Gendersternchen, die versauen unsere traute Sprache. So, so. Du sagst Kanakistan und Klöteris. Kanakistan und Klöteris, ist das die traute Sprache, du haut drauf, Germane? Dann kann ich kaum erwarten, auszuatmen und die traute Sprache rauszutragen und neben Latein und Altgriechisch auf Altaren aufzubahren. Hey, du rappst in jedem Part gegen Karma und Dropscure. Wenigstens einmal über deinen, seinen oder Vincis Penis. Pilz. Du rappst in jedem Part gegen Karma und Dropscure. Wenigstens einmal über deinen, seinen oder Vincis Penis. Pilz, findest du eklig. Und Mars und du, ihr bezeichnet euch so oft gegenseitig als schwul. Ich frag mich, ist das noch ein Vorspiel oder schon Fetisch? Versteh mich. Entweder du bist sexuell sehr verwirrt oder nur so helle wie ein Teelicht. Ey, Diskriminierung ist witzig, grundlegend als stilistisches Mittel. Doch Diskriminierung ohne Witz, grundlegend als Ziel ist das Mittel. Es gibt einen Unterschied, ob man Witze, Lines, Jokes und Bars droppt oder ist man auch privat ein xenophobes Arschloch. Lines über dich und Vinci. Lines über dich und Vinci, ja? Die sind eine Sache. Weil euer Geschlecht dabei im Grunde egal ist und weil sie krass witzig sind. Außerdem seid ihr Homies, Alter, alles nicht so wahnsinnig schlimm. Doch für dich ist schwul eine Punchline. Du hast wohl immer noch nicht kapiert, bei welchem Format wir hier sind. Denn Hip-Hop ist Toleranz, ja, ey. Und bei deinen Bars werden ja buchstäblich die Sprühdosen gezückt. Weil deine Lines so verstaubt sind, dass jeder Asthmatiker im Raum bei deinen Strophen erstickt. Ey, es gibt auch Idioten. Gegen Cynic hast du den X-Diaries-Folge als einzigen nennenswerten Engel aufgeboten. Schau mich an. Schau mich an. Ich hab mir schon mehr Kleider angezogen, als du irgendwem ausgezogen. Für mich ist das hier eine Respektfrage, du Peppnase. Ich hab mit größter Ekstase schon mit mehr Männern rumgeschwult, als Falk und Kirkoby drüber gerappt haben. Check! All facts. Und gleich, Davy, gleich betteln hier Mikesh und Taggy. Schönling gegen Schönling. Als hättest du da nicht auch ein kleines Pfützchen im Höschen. Du hast keine Argumente. Du hast keine Argumente, nur zu wenig Blut im Kopf und die diffuse Angst, jemand will dich verändern. Angst vor Emanzipation, Angst vor sexueller Aufklärung, Angst um die deutsche Sprache. Digga, ist das nicht seltsam? Das sind exakt die Grundpositionen vom IS, der AfD und der katholischen Kirche. Ey, du bist in bester Gesellschaft. Für dich, Davy, gibt es nur eine Form von Diskriminierung. Das ist zufällig die dich betrifft. Und richtig ist, ich bin ein weißer, mitteleuropäischer, gesunder Mann einer privilegierten Mittelschicht. Was? Schauspiel? Und ach, du tust doch nur so. Und diskriminierender wird es nicht. Aber Toleranz ist nichts, was man sich auf die Fahne schreibt und dann nur die Rosinen pickt. Getötete Geflüchtete in Dessau, Davy weint bitterlich. Gleichgeschlechtlicher Sex in Brunei unter Todesstrafe, Davy interessiert es nicht. Ey, du bist mit so vielerlei Maß, Davy. Das Oktoberfest ist richtig stolz, wie integriert du bist. Wenn du das noch einmal erzählen willst, wie weltoffen Diltili ist, aber nur für dich und deinen Zirkel sprichst, dann bitte nicht, sonst hole ich alle meine homosexuellen Theaterhomies. Und glaub mir, Davy, die ficken dich! Fertig! Junge, Digga, wir haben 3 Minuten ausgemacht. Ja, die feiern noch, was machen. Komm! Letzter Abschnitt. Mit einem Mal ist nämlich der Name Rudi richtig passend. Denn deine politische Agenda ist die eines alten, weißen, dicken Mannes aus Sachsen. Du bist so ein richtiger Seehofer. Du tust politisch, solange du nur drüber reden musst. Du so dick Mann und Negerkuss und sie macht mit dir Eselschluss. Ey, wenn ich Sex hab, dann lass ich mich auch mal in den 7. Himmel reiten wie Pegasus. Du nimmst Frauen nur von hinten, damit du die Gleichgültigkeit in ihren Augen nicht sehen musst. Und du glaubst, das wäre männlich. Du glaubst, das wäre männlich. Nein, männlich ist! Und jetzt hatte ich einen ganzen Part darüber, dass du ein emotionaler Krüppel bist und keine Nähe zulassen kannst und nicht immer mit Geld und Autos deshalb profilieren musst und richtig lieben wirst du niemals.
dann sah ich dich mit Vinci und löschte alles wieder. Aber wenn du wieder heute wieder schubst oder Judges beleidigst, solltest du dich später im Interview im Tonfall vergreifen, waren meine Bars dir zu scheiße oder die Crowd war zu leise. Da gibt's heute Vollkontakt, kuscheln auf deinen Nacken, du Pfeife. Dann wird die arme Maus in den Arm genommen und von allen Seiten krass gestreichelt. Das ist geil! Und weißt du, was ich dann mache? Dann lege ich mich nackt auf den Rücken, als wäre ich so ein Seestern, als wäre ich gelähmt, ne? Deine Mutter bläst mir ein und sieht so aus, als wäre die auf der Jagd wie eine Hyäne, Alter. Zeit, komm!